Im Wieler Agasul bei Ilnau in Frediken liegen sich der Dobermann-Verein und die Barbara Felber seit Jahren in der Haar. Die Barbara Felber ist Besitzerin vom Grundstück, wo die Hündler gepachtet haben, und zwar bis ins Jahr 2032. Doch die würden sich nicht an die Abmachungen halten. Sie haben beispielsweise ihre Hunde überhaupt nicht im Griff, wirft die Landbesitzerin den Hündler vor. Unter jedem Hund sägen diese Vorwürfe kontert der Dobermann-Verein. Die Dana Gablinger über einen jahrelangen Streit. Barbara Felber mag es nicht mehr hören. Auf dem Areal, wo ihr gehört und seit dem 79 im Dobermann-Verein verpachtet ist, würden sich Sachen abspielen, die ihr gar nicht passen. Unter anderem hat sie schon lange gefordert, dass der Dobermann-Verein einen Hag um sein Areal mir. Der Zaun ist nie erstellt worden. Sie lassen ihre Hunde frei da oben rumlaufen, halten sich nicht an die Grenzen, die vorgegeben sind. Und sie haben die Hunde nicht unter Kontrolle. Macht sie das verrückt? Das ist sehr ärgerlich, weil es ist auch gefährlich, wenn da Spaziergänger, Jogger, Velofahrer vorbeigehen. Man weiss nie, wann so ein Hund abgeht. Stattdessen hat sie selber vorübergehend einen Hag anmachen lassen. Für die Lise Beglinger, Vizepräsidentin vom Dobermann-Verein Schweiz, ist das Ganze unverständlich. Sie sieht das Problem gar nicht. Dass ihr Verein einen Hag hätte sollen aufstellen, von dem wüsste sie nichts. Und auch der Vorwurf, dass sie die Hunde nicht im Griff hätten, weisen sie vor sich. Unsere Hunde sind angeleint. Wir sind seit 35 Jahren hier oben. Und Sie können jeden fragen hier im Dorf. Es ist noch nie jemand von einem Dobermann belästigt, geschweige denn gebissen worden. Auch der Vorwurf, dass Sie mit Ihren Hunden über die Arealgrenze rausgehen, ist unverständlich für die Vizepräsidentin. Wir gehen aus dem Grund von diesem Platz weg noch einander schauen, aufs Feld raus, damit wir unsere Nachbarn nicht unnötig belasten mit Lärm. Laut ihr sei nämlich niemand geschrieben, dass sie das nicht dürften. Für den Dobermann-Verein stellt Frau Felber unwahre Behauptungen auf. Barbara Felber sagt aber, sie habe alles schwarz auf weiß. Ich halte mich an die Unterlagen und in dem Verein, das sind einfach die Schönreder, wenn wir etwas miteinander abmachen, wird konkret nichts gemacht. Laut dem Landbot ist der Fall zurzeit in Händen von Anwälten. Die Stadt ist Vollzugsorgan und Mitte Februar sollte Barbara Felber von der Stadt Bescheid bekommen, ob sie mit ihren Forderungen durchkommt oder nicht. Für Tele Zürich von Agasul, Dana Gablinger.